Jetzt kommen wir ins nächste Jahr. Jetzt haben wir festgestellt, was sind die schlimmsten Fehler, die Lehrer machen. Das sind zwei. Das eine ist das Fensterln. In Bayern, Fensterln, da steigt man den ersten Stock zum Fenster und kriecht dann zur Angebeteten ins Zimmer. Und Lehrer machen das gerne. Die bewegen sich dann hier oben und die Schüler sitzen hier unten. Sehen Sie, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Schule bräuchten die bildungsnahen Kinder ja eigentlich gar nicht. Und bis 1850 hatten sie ja auch keine. Sind ja nicht alle doofe Leute geworden. Ist das spannend? Und je bildungsferner, um nicht zu sagen bildungsfeindlicher, das Elternhaus, desto mehr sollte Schule rein theoretisch das ersetzen, was zu Hause fehlt. Tut sie aber nicht, weil die Lehrer fensterln. Weil die Lehrer gehen von dem Bildungsnahen als Norm aus. Das war mal die Norm, als nur die Privilegierten zur Schule gingen. Und die anderen haben am Acker gearbeitet. Es ist aber nicht mehr die Norm. Ist das spannend? Wir hatten heute schon Grammatik. Haben Sie sicher mit großer Begeisterung nicht Ihre Adverbialien geübt? 2 Minuten lang waren Sie sicher froh, nicht? Manche, dass die Glocke kam. Also, Grammatik. Seit den 1930er Jahren haben zig Experimente in Amerika und Europa bewiesen, dass Grammatik völliger Unsinn ist. Völliger Unsinn. Grammatik wäre gut ab 2 Jahre vor der Matura und in die Uni. Da ist Grammatik okay, wen es interessiert. Wer hat sich Grammatik ausgedacht? Das war ein alter Inder namens, mit P. Mir fällt nämlich auch gerade nicht ein, ja. Panini, wie das Brot in Italienisch. So, Pane, Panini, kleines Brot. Also, dieser Mann hat also nichts weiter Interessantes mehr hatte im Leben, hat er erkannt, dass man Wörter auseinandernehmen kann und dass es sowas wie einen Stamm gibt und Vor- und Nachsilben. Das war eine völlig neue Erfindung vor 3500 Jahren im Sanskrit. Und da hat er rumgehockt, so wie Leute heute Sudoku machen, hat er Wort-Sudoku gemacht und hat die Wörter auseinandergenommen. Dann kamen ein paar Freunde dazu, auch so alte Kacker, die auch nichts Besseres zu tun hatten. Naja, die haben ihre Familien großgezogen, die Söhne haben das Business übernommen, so sie eins hatten, oder die Farm, jetzt saßen sie rum, nicht, und ins Kloster gehen wollten sie auch nicht, dann haben sie halt sowas gemacht. Und damit haben die sich ihre Zeit vertrieben. Alte Leute mit 60 Jahren Spracherfahrung. Und jetzt zwingen wir den 10-jährigen Bäckerssohn aus dem bildungsfeindlichen Milieu möglicherweise dieselben Übungen zu machen und benoten ihn und lassen ihn sitzen, wenn er es nicht kann. Das ist Schule. In ihrer Bestform. Jetzt kommen die Lehrer und machen eine Grammatikübung, die, wie gesagt, völlig unsinnig ist. Wenn sie die Kinder mit guter Grammatik konfrontieren, in Texten, zum Beispiel in Schauspiel, dann lernen die, wie die Bildungsnahen durch die Sprache, die sie umgibt, die richtigen Formen. Und wir haben einen Neuromechanismus, den nenne ich Assimilierung oder Adaption. Wir sind also völlig fähig, die Regeln zu abstrahieren. Adaption war falsch. Zu abstrahieren, das heißt, wir brauchen die Spielregeln nicht in Worte fassen zu können. Ich mache in einem anderen Seminar ein sehr interessantes Experiment mit den Teilnehmern. Ich sage ganz schnell Antworten. Welche Silbe wird im Deutschen als erstes betont? Wissen Sie nicht. Wie lautet das erste Pronomina für das und das in der und der Form? Ja. Das heißt, wir brauchen das alles gar nicht zu wissen. Wir beherrschen es. Warum müssen wir die Regeln kennen? Weil Grammatik ist die Mathematik des Deutschlehrers. Da kann keiner sagen, die Note ist unfair. Das ist ein Dativ und das ist ein Fehler. Das kann ich jetzt anstreichen und deswegen kriegt er eine schlechte Note. Da fühlt er sich genauso sicher wie der Mathelehrer. Beim Aufsatz ist es natürlich eine Streitfrage, wenn der an meinen Wörtern rumwurschtelt und behauptet, es sei eine Stilfrage. Da kann man dann drüber streiten. Was habe ich mit Lektoren in Verlagen gestritten? So Leute mit abgerissenem Germanistikstudium, die mir mal meinen Sprachstil versauen wollen. Jetzt schreibe ich zum Beispiel wie wohl. Ist veraltet, aber ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ne? In meiner Kindheit hat man das durchaus noch gesagt. Und dann kommen diese Typen und streichen meine wie wohls aus und tauschen sie gegen ob schon aus oder obwohl.
Und dann wehre ich mich, ich gebe nicht das Gut zum Druck. Und dann müssen sie alles wieder zurückändern. Und dann sind sie sauer, sage ich, hören Sie zu, da steht mein Name auf dem Buch. Schreiben Sie Ihr eigenes Buch mit Ihrem Namen drauf. Und so empfindet das jeder Schüler, in dessen Aufsatz sie rumschmieren. Drum lieben wir Grammatik, Orthographie, Kommaregeln, da können wir rechthaberisch sein. Da hat der Schüler zu gehorchen. Wissen Sie, dass diese Regeln nur eingeführt wurden, dass die Bücher einigermaßen gleich ausschauen? Davor hat jeder geschrieben, wie er wollte. Schiller und Goethe haben geschrieben, wie sie wollten, und mal so und mal so. Man hat aus dem Kontext erraten, was gemeint war. Und heute beim SMSen erraten die Leute auch, was gemeint ist bei diesen extremen Abkürzungen. Wo ist das Problem? Das liegt daran, dass diese Dinge leicht zu unterrichten sind, leicht zu benoten sind. Gut für Lehrer, scheiße für Schüler. So what? Wer hat die Macht? Die Lehrer. Und das muss sich ändern. Die Zeit ist reif, dass das aufhört. Das muss sich ändern. So, dann haben wir gesagt, okay, Fenstern zum Beispiel, ja, der Lehrer macht dann Grammatik. Also, jetzt wissen wir ja auch, das haben wir bereits geprüft, Lehrer geben ihre ersten 4, 5 Aufgaben in der Klasse immer an die wenigen richtig bildungsnahen Kinder. Damit erkaufen sie sich die Illusion, die Aufgabe sei lösbar für alle und ihre Aufgabenstellung sei präzis. Weil die wenigen Kinder, die eigentlich gar keine Schule bräuchten, die kapieren das. Das ist für die ein Sprachspiel. Also sagen sie, gut, eine Genitivübung, Vater Hut, bitteschön. Dann sagt das Kind des Vaters Hut, wunderbar, ach, bin ich gut, denkt sich der Lehrer. Und das macht er mit 2, 3 anderen Bildungsnahen. Ja, und dann kommt das erste bildungsferne Kind und der steht dann da. Das kennt nur dem Vater seinen Hut. Wie heißt es auf Schweizerdeutsch? Wie sagen Sie dann zum Beispiel in dem einen oder anderen Dialekt? Dem Vater sein Hut. Gibt es noch einen anderen Genitiv bei Ihnen? Noch eine andere Aberration des Genitivs? Gibt gar keinen. Wie bitte? Der Hut vom Vater. Das ist auch sehr interessant. Das ist vom Angelsächsischen auch sehr eingedeutscht worden. Wir finden das heute relativ normal, weil das schlechte Übersetzungen auch so sagen. Und im Englischen kennt man es auch und dann findet man es vertraut und es ist trotzdem eigentlich falsch. Der Six, der Autor von Der Dativ ist im Genitiv sein Tod, hat in einer seiner öffentlichen Vorführungen gesagt, wissen Sie, es kommen ja so tolle Sachen dabei raus, wenn man nicht Deutsch kann, wie zum Beispiel Mutter von 4 Kindern erschlagen. Wenn er gestanden hätte, Mutter 4 Kinder erschlagen, hätte keiner angenommen, dass die Kinder sie erschlagen haben könnten. Also, das nennen wir Fenstern. Wir sind hier, der Schüler sitzt hier. Und wenn wir dann den Hansi haben, der den Genitiv nicht schafft, dann sagen wir ganz lieb und freundlich, gell Hansi, das übst daheim. Wo keiner weiß, wie es geht. Wie soll er das daheim üben? Wenn er es wüsste, hätte er ja jetzt richtig geantwortet. Das ist spannend. Und das Gegenteil ist natürlich, wenn der Lehrer meint, er muss runterreden auf die Kinder, die vielleicht schon viel weiter sind, dann hocken die hier oben und er sitzt da unten. Na, ich erkläre euch jetzt mal, was eine Pause ist. Da geht ihr zusammen in den Hof da draußen. Da tut ihr das und das in der Weise. Und wenn die Glocke klingelt, kommt ihr wieder herein. Soll ich es nochmal wiederholen?